Was geht, Leute? Ich habe T-Mac und wenn du ihn noch nicht hast, ihn aber so schnell wie möglich bekommen willst, dann hör dir die Tipps an, die ich dir jetzt in diesem Video geben werde. Es wird ganz schnell gehen. Einmal, was musst du machen, um mehr XP zu bekommen? Welcher Spielmodus und noch ein kleiner Trick, wie du das Ganze maximieren kannst. Um so viele XP wie möglich zu bekommen, solltest du dir deine Double XP Coins angucken. Die findest du hier im Stichpunkt Verwalten im IT-Menü unter 2 XP Münzen oder 2x EP Münzen und dann kannst du dir hier eben deine Münze auswählen. Du siehst schon, ich habe eine Münze gerade aktiv. Das war eine, die 2 Stunden ging. Man hat aber auch über den Season Pass und auch so über Challenges auch doppelte XP für eine Stunde bekommen. Was habe ich jetzt mit diesen eine Stunde XP Münzen gemacht, die ich am meisten eingesetzt habe? Ganz einfach folgendes. Ich bin in die Domination gegangen, nachdem ich den Coin aktiviert habe. Ein Domination Match ist ein 4x5 Minuten Game. Ihr wisst, wie es beim Basketball ist mit den ganzen Ausbällen und dem Zeitstoppen bei Fouls und anderen Situationen. Dauert es länger als 20 Minuten. Was man versuchen sollte, ist, dass man pro Spiel unter die 30 Minuten kommt, sodass man, wenn man 2 Domination Matches gemacht hat, noch Zeit übrig hat. Wenn man noch Zeit übrig hat nach diesen 2 Domination Matches, dann gehst du bitte direkt in das dritte Domination Match. Du bekommst dieses Spiel dann auch mit Doppel XP gewertet, wenn du das Spiel aktivierst, solange der Doppel XP Coin noch aktiv ist. Das bedeutet, du bekommst für eine Stunde Doppel XP Coin 1,5 Stunden Doppel XP. Genau das gleiche gilt für 30 Minuten. Mach ein Domination Game, spiel es unter 30 Minuten, starte direkt das nächste, so bekommst du Doppel XP für eine Stunde zum Preis von einer halben Stunde. Und genau das gleiche gilt natürlich auch für den 2 Stunden Doppel XP Coin, aber ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal erklären. Und ja, dann bekommst du ganz schnell Pink Diamond Tracy McGrady. Bei mir hat es jetzt gedauert, wann kam das Spiel raus? Am 4. 11 Tage. Habe ich schon schneller geschafft. Ich habe allerdings in dieser Woche jetzt nicht so viel gespielt. Wenn dir die Domination zu langweilig ist, Online-Modi wie Salary Cap oder Showdown bringen dann noch mit am meisten. Aber ich finde, die Domination ist, was Preis-Leistung in Anführungsstrichen angeht, der allerbeste Modus. Du kriegst die meisten XP. Du bekommst gut MTs und Belohnungen und du bekommst, glaube ich, auch noch einiges an Rap für deinen MyTeam-Jahresfortschritt an Rap und kannst da auch nochmal Belohnung absahen. Also, das ist der Tipp, um so schnell wie möglich Level 40 zu bekommen für Tracy McGrady und die ganzen anderen Belohnungen. Wenn es geholfen hat, lass ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen.